Seitdem wir das letzte Jahr mit unserem Projekt erstmal starten konnten, hat sich enorm viel getan. Nicht nur, dass wir das allererste Mal Medizinstudierende mit dieser Technologie in Berührung bringen konnten, sondern mittlerweile konnten wir auch etwas über 300 Studierende an diesem Simulationstraining teilnehmen lassen. Die Resonanz war soweit überwältigend, positive Signale durchweg. Und mittlerweile ist es so, dass wir diese Konzepte auch durch Eigeninitiative weiterentwickeln konnten. Wir lernen im Studium super viele theoretische Sachen und es ist spitze, dass wir in dem Kurs jetzt auch einfach mal Praxis haben, ausprobieren können und man da nicht alleine steht, sondern die Kommilitonen einen unterstützen können, wenn man nicht weiter weiß. Zum Beispiel haben wir den neuen VR-Raum im Uniklinikum bekommen. Der bietet uns natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, gewisse Projekte eben weiterzuentwickeln. Hier können wir auch Seminare abhalten und uns mit anderen technischen Neuerungen quasi befassen.